Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Ich bin Sally, komme aus Waghäusel und habe zwei Kinder, bin verheiratet. Ich backe und koche leidenschaftlich gerne, das Ganze schon seit meiner Kindheit, aber seit 9 Jahren auch auf meinem Hauptkanal, auf Sallys Welt. Und ich habe sozusagen meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich war nämlich vorher Grundschullehrerin und war an der Schule tätig und habe dann das Kochen und Backen aber wirklich zum Beruf gemacht. Mache das Ganze jetzt hier hauptberuflich seit etwa 5, 6 Jahren und jetzt neuerdings bei Lidl. Also auf meinem Hauptkanal findet ihr auch wöchentlich viele Rezepte, Tipps und Tricks rund um den Garten und den Haushalt. Da findet ihr sogar Tipps und Tricks zum Wäschewaschen oder Putzen, aber hauptsächlich eben Koch- und Backrezepte. Und hier bei Lidl möchte ich jetzt auch jede Woche Rezepte mit euch teilen zum Thema Kochen und Backen. Und ihr dürft auch ganz gerne die Rezepte mit mir bestimmen. Das heißt, wenn ihr Wünsche habt, dann schreibt sie einfach gerne in die Kommentare. Den Kanal dürft ihr auch gerne kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr auch keins meiner Videos mehr. Und wir kreieren diesen Kanal einfach zusammen und machen gemeinsam eine große Koch- und Backwelt. Heute habe ich mir gedacht, starten wir direkt mal mit dem Thema Ostern, denn Ostern steht ja schon vor der Tür, Frühling kommt und zu Ostern finde ich es immer ganz schön, wenn man ein leckeres Frühstück hat, also so ein Osterbrunch. Frühstück ist es ja im Prinzip, wenn man es wirklich morgens macht. Ein Brunch ist ja im Prinzip so ein Zusammenschluss aus Frühstück und Mittagessen. So ein paar warme Gerichte mit drauf, bunt gemischt, sodass man einfach die ganze Zeit was Leckeres essen kann. Und da habe ich mir gedacht, backen wir doch einfach selber Scones. Das ist ein traditionelles Gebäck aus Großbritannien, ist wirklich super einfach in der Herstellung. Und die Grundzutaten für die Scones, die sind wirklich super einfach. Für den Teig nehme ich 125 Gramm kalte Butter, 450 Gramm Mehl, da könnt ihr jetzt Weizen- oder Dinkelmehl verwenden, 2 Teelöffel Backpulver, 1,5 Teelöffel Salz, ein Eiweiß, 200 Gramm eiskalte Milch und zum Bestreichen brauche ich dann ein Eigelb, etwas Milch und zum Bestreuen Sesam. Achtet jetzt einfach drauf, dass die Zutaten kalt sind, das heißt kalte Butter und kalte Milch. Ich hatte das sogar ganz kurz im Tiefkühlfach, damit alles wirklich eiskalt ist. Jetzt kann ich hier das Mehl schon in eine Schüssel geben. Und ihr braucht dafür auch keine Küchenmaschine und im Prinzip auch kein Handrührgerät. Ihr könnt es auch mit der Hand verkneten, aber so geht es jetzt für mich einfacher. Jetzt habe ich hier die trockenen Zutaten, das heißt Mehl, Backpulver und Salz. Und da kann ich euch vielleicht direkt einen Tipp geben. Und zwar messe ich meine trockenen Zutaten immer ganz gerne mit Messlöffeln ab. Die sind nämlich immer einheitlich. Da gibt es auch verschiedene. Und hier habe ich einfach immer einen Esslöffel, einen Teelöffel, einen halben Teelöffel und ein Viertel. Und dann habe ich wirklich immer das perfekte Maß, auch an Backpulver, an Salz, an Gewürzen. Und das ist schon immer ganz praktisch, weil ich dann praktisch immer den gestrichenen Teelöffel abmesse. Dann kommt hier die Butter dazu. Und ihr könnt jetzt schon mal die Zutaten grob verkneten. Jetzt soweit verkneten, bis die Butter nur noch in kleinen Stückchen zu sehen ist. Also ich sehe hier noch große Butterstückchen, die sind noch ein bisschen zu groß, also noch ein bisschen weiter, aber die Butter darf echt noch ein bisschen kleinstückig zu sehen sein, so wie hier. Und jetzt gebt ihr gerade noch die restlichen Zutaten dazu, also das Eiweiß und die kalte Milch. Und jetzt den Teig wirklich gar nicht so lange kneten, sondern nur so weit, bis er so ein bisschen bröselig aussieht. Und wenn ihr das Ganze übrigens vegan zubereiten wollt, ist auch ganz einfach. Lasst das Ei weg, tauscht die Butter durch Margarine oder vegane Butter aus und eben Milch durch pflanzliche Milch. Und dann könnt ihr auch vegane Scones zubereiten. Und jetzt hier nur noch ganz grob den Teig mit den Händen zusammenführen. Wie so ein Mürbteig. Der Mürbteig muss ja auch immer schön kalt bleiben. Und so ist es eben auch bei dem Scones-Teig. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier noch Kräuter mit rein kneten oder zum Beispiel Käse, Cheddar oder einen anderen würzigen Käse, Parmesan geht auch. Aber ich mache das jetzt nicht, weil ich die Scones entweder herzhaft oder süß belegen will. Und dann will ich, dass die Brötchen eher neutral bleiben. Ja, dann passt es nämlich zu beidem. Wenn ihr merkt, dass der Teig zu trocken ist, dann könnt ihr gerne noch Milch dazugeben. Aber meist sieht er einfach nur zu trocken aus. Und wenn ihr ihn dann so zusammendrückt, dann bleibt er auch zusammen und ist perfekt.
Und jetzt ein bisschen ausrollen. Nicht zu dünn, am besten so 2 bis 3 cm dick. Und dann nehmt ihr euch einen Ausstecher oder ein Glas zum Beispiel. Ich habe jetzt hier einen Ausstecher mit 5 cm Durchmesser und kann jetzt hier diese kleinen Brötchen ausstechen und direkt auf ein Backblech legen mit Backfolie oder Backpapier. Und die sind halt auch echt schnell gemacht. Also da muss nichts aufgehen, es muss nichts kühlen. Ihr könnt praktisch den Teig direkt weiterverarbeiten. Und deswegen sind die halt schon ziemlich praktisch. Den Rest einfach grob zusammenkneten und hier wirklich jetzt auch kein Mehl mehr benutzen, weil sonst der Teig immer trockener wird und das ist halt nicht gut. Und auch nicht lange kneten. Also wirklich, der muss auch nicht glatt aussehen, der darf so aussehen. Und dann immer wieder ausstechen und aufs Blech legen. Und bei dem Rest mache ich es oft so. Denn irgendwann kriegt man es halt nicht mehr ausgerollt. Aber ich bin so ein Fan davon, den Teig bis zum Schluss aufbrauchen. Deswegen mache ich dann eine Kugel, gebe es hier rein und drücke sie rein. Und so könnt ihr bis zum letzten Rest den Teig noch vollends verarbeiten. Jetzt habe ich hier die kleinen Teiglinge aufs Blech gelegt, kann jetzt hier das Eigelb mit der Milch verrühren, das dann zum Bestreichen. Und da wäre jetzt die vegane Alternative zum Beispiel eine pflanzliche Milch einfach. Und wenn ihr dann trotzdem diese gelbe Farbe aus dem Eigelb wollt, ein bisschen Kurkuma mit dazu und dann eben bestreichen. Und zum Bestreuen habe ich jetzt hier Sesam, einmal den schwarzen Sesam und einmal den hellen Sesam. Das kann ich jetzt schön vermischen und dann noch drüber streuen. Und dann sind die Scones schon bereit, um gebacken zu werden. Den Ofen hatte ich bereits vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und da kommen sie jetzt rein, am besten in mittleren Einschub für ungefähr 20 bis 25 Minuten, bis sie schön goldbraun sind. In der Zeit kann ich die Küche aufräumen und schon mal Frühstück vorbereiten. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon mal hier diese 4 Eier abgekocht und werde dazu ein Senfdressing machen, und zwar aus Senf, etwas Essig und Sonnenblumenöl, Salz und Pfeffer. Dazu serviere ich dann einen Büffelmozzarella. Hier habe ich noch verschiedene Sorten an Marmelade, Camembert, einen Rinderschinken. Hier habe ich noch Oliven eingelegt, schwarze und grüne. Bei uns gibt es auch immer Frischkäse dazu, ein bisschen frisches Gemüse und auch Obst und hier noch Nüsse. Einmal habe ich jetzt Walnüsse und Macadamianüsse, die sind sogar geröstet und gezuckert. Aber im Prinzip könnt ihr ja nehmen, was euch am besten schmeckt und was ihr eben auch gerne zum Frühstück esst. Also was ich jetzt zuerst machen werde, wie gesagt, die Eier sind schon gekocht und auch leicht abgekühlt. Das Dressing ist auch schnell verrührt. Hallo Ella. Dann nehme ich den Senf. Nach draußen? Ja, mit Papa. Papa hat mir es nämlich nicht erlaubt. Geht, ah, Papa hat es nicht erlaubt und du fragst jetzt mich. Geht ihr mit Papa den Osterhasen suchen? Papa. Los, geht den Osterhasen suchen mit Papa. Und zieh dir noch so Osterhäschenohren an, okay? Hä, draußen schneit's doch. Nein. Aber jetzt ist doch bald Frühling. Ja, dann muss man der Winter vorbei. Okay, wir haben das Video vorgedreht, damit es rechtzeitig bei euch ankommt. Bei uns schneit es im Moment. Aber der Frühling kommt.
Oh, Kinder, die sind so ehrlich. Okay, jedenfalls habe ich jetzt hier den Senf. Den verrühre ich mit dem Öl und Essig. Und dann wird es noch abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Also das Dressing ist auch vorbereitet und im Prinzip werde ich die Zutaten, die ich jetzt hier anrichten möchte, klar, Gemüse noch ein bisschen putzen und schneiden und dann alles schön anrichten. Bei der Paprika gibt es einen Schneidetrick, sodass ihr wirklich keine Reste habt. Ihr drückt hier oben den Strunk ein und dann hier unten den Boden weg, die Seiten weg und dann habt ihr das weg, ohne zu viel Abfall. Beim Büffelmozzarella einfach darauf achten, dass ihr die Verpackung kurz in warmes Wasser legt, so ungefähr für 10 Minuten. Denn dann wird der Büffelmozzarella einfach ein bisschen warm und hat ein viel tolleres Aroma. Und dann ist er auch wunderbar cremig. So habe ich das jetzt auch schon gemacht. Und jetzt richte ich hier einfach alles an, sodass ein schönes Brunch-Buffet entsteht. Wundert ihr euch bestimmt über das Grün der Karotten. Aber das kann man wirklich mitessen und es ist sogar sehr, sehr gesund. Also schmeißt es auf keinen Fall weg. Ich benutze es auch ganz oft für grüne Smoothies zum Beispiel. Und die Hasen machen sie auch richtig, denn die Häschen, die essen nämlich das Grün auch mit. Die sind manchmal schlauer als wir Menschen. Schmeckt auch auf den Scones ganz gut. Nüsse finde ich auch immer total gut beim Frühstück, denn sie sind gesund und haben so den schönen Knack. Und ihr seht schon, ich habe jetzt mit ganz wenigen Zutaten im Prinzip ein tolles Buffet gerichtet. Und wenn ihr das Ganze schön auf so einem Holzbrett anrichtet und so ein bisschen durcheinander auch mischt, dann sieht es halt echt schon ziemlich, ziemlich schön aus. Und hier noch die Senfsoße über die Eier und dann kann im Prinzip gefrühstückt werden, gebruncht werden. Und die Scones könnt ihr jetzt, wie gesagt, ihr könnt sie warm essen oder kalt verzehren. Sie passen super zu süßem oder herzhaften. Und normalerweise isst man sie in Großbritannien so, dass man dazu Clotted Cream, also so einen Rahm reicht, und Marmelade. Deswegen finde ich, passt hier der Frischkäse ganz gut. Aber wie gesagt, hier würde jetzt auch der Rinderschinken passen oder der Käse. Also ihr könnt wirklich die Scones essen, wie ihr möchtet. Und ihr findet dann ab heute alle Rezepte, die ich hier wöchentlich zubereite, auf dieser Homepage hier, also direkt bei Lidl. Da könnt ihr sie nochmal schriftlich nachlesen und dann auch nachbacken. Und wenn ihr sie nachgebacken habt, dann am besten ein Foto davon schießen, hochladen und uns markieren, sodass wir eure geteilten Rezepte eben auch nochmal teilen können und kommentieren können. Und ja, das schaue ich mir nämlich immer ganz gerne an. So, bei mir gibt es jetzt hier die Scones mit der Marmelade. Und dann verabschiede ich mich für heute. Wie gesagt, die Videowünsche könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ab sofort sehen wir uns jetzt jede Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Lidl lohnt sich.